Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Stellaris mit mir, dem Wop. Und der Hans hatte mir gesagt, ich sollte das mal unbedingt aufnehmen. Und ja, Stellaris, ein Weltraum-Adventure-Spiel. Weltraumerkundung, was weiß ich. Ich zeig's euch einfach mal. Also, neues Spiel, Spielerladen, bla bla bla. Wir machen ein neues Spiel. Und auf der rechten Seite die Reiche. Also, Zivilisation, allen möglichen bla bla bla. Ja? Allen möglichen Lebewesen im Weltall. So. Und hier habe ich schon mal eine zusammengestellt, was allerdings nicht so toll war. Die könnte ich auch eigentlich wieder löschen. Ich werde die jetzt auch mal löschen. Ja, komm, weg. Komm, den machen wir mal weg. So. Man hat hier schon Bevölkerung vorinstalliert, die ich aber allerdings nicht nehmen werde. Da sind zwar schon einige coole dabei, man sieht eben halt friedvolle Bürokratie, ja. Wie ihr Charakter so ist, ja. Dann Massebeschleuniger, ihre Waffen, ihr Antrieb im Weltall. Es gibt, ich dachte, Wurmloch-Antrieb, Warp-Antrieb. Ja, guck mal dann nochmal. Dann haben sie auch ihre Schiffe, sind immer anders. Also wenn man jetzt hier sieht, Säugetierstil, ja, der sieht natürlich geil aus, aber. Ja, gut, ich würde sagen, wir erstellen mal. Wir machen einen neuen. So, der Aussehen-Typ. Wie soll uns aussehen? Wollen wir Mensch bleiben oder... Alter, das sieht ja auch krass aus, oder? Jetzt mal ehrlich, aber das ist alles weiblich. Kann man das schon auf Mann umstellen? Nee. Ist auch weiblich. Sag mal. Alles weiblich hier. Was geht denn ab? Weiblich, alles weiblich. Weiblich, weiblich. Alter, das sieht ja aus. Sieht aus wie Dennis. Ja. Ah? Okay. Ja, oh. Krass. Auch nicht schlecht. Luftblase. Auch hier? Sind es nicht die Viecher aus hier? Ach, wie heißt der? Man in Black? Die mal Kaffee saufen und rauchen. Auch geil. Das kommt auch stark, das Vieh. Aber alles weiblich, wie kann ich denn das auf männlich umstellen? Gar nicht, oder was? Boah, krass. Alter, das sieht auch geil aus. Ja, nee, komm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden erstmal die männliche Seite nehmen. Dann werden wir... Nee, ich wollte ja eigentlich einen ihn. Ah, hier, genau. Alter. So, da haben wir hier mal einen zufälligen Namen. Boah, ja, was weiß ich, also. Nee, Evandari. Evandari? Sieht so aus wie ein Intervene. Taknor. Taknor, na das hört sich doch gut an, Alter. Das nehmen wir, Alter. Das nehmen wir. Oh, Alter, was ist das hier? Schiffpräfix. Was hatten wir denn? Zeug die 1 nehmen wir.
Ja, komm, wir nehmen hier Säugetier 1, so, weiter. Was haben wir hier? Spezieseigenschaften. Wählen Sie genetische Eigenschaften für Ihre Spezies aus. Eigenschaftspunkte. Alter, leck mich da am Arsch. Ja, also wie ihr seht, man kann sich mit dem Spiel hier stundenlang beschäftigen. Es sind, glaube ich, auch über 100 Charaktere. Und ich nehme einfach mal Sparsamkeit. Mehr kann man gar nicht machen, oder was? Wie, noch Weber? Nee. So, dann Name. Ach, vorhin war das der Name der Bevölkerung. Auch gut. Dann müssen wir jetzt für ihn. Tor, das kommt schon mal gut. Präsident, jawohl, das lassen wir so. Jawohl. Ne, der sah da gut aus. Frisur? Oh, das sieht doch. Oh, nee, wir nehmen das hier. Das kann man noch nicht auswählen. Was ist das? Kleidung. Komm, wir machen ein bisschen erdlich. Ich glaube, so sieht gut aus, ne? So. Na, Erde. Heimatweltname. Nö, Erde, oder? Erde und Systemname nennen wir so. Die Sonne. Stadt. Sternensystem. So, genau. Okay, haben wir. Weiter. Architektur. Ja, lass mal natürlich Säugetierstil. Regierung und Ethik. Was geht denn jetzt um? Ah, Alter, das ist jetzt nicht alles, oder? Tiefe da wohnt eine Faszination für das Unbekannte. Ach, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen. Ja, jetzt muss ich das mal richtig. Alles immer so klein. Die von der Faszination für das Unbekannte. Wir nehmen noch das hier. Erst kommt eine gute Spirale, jawohl. Und 10 auf 4, jawohl. So, was ist das? Wie ein Name? Hä? Noch ein Name? Für was denn, Alter? Steht nicht da. Jo, das kommt gut. Lass mal. So. Mensch, wir nehmen das hier. Das sah cool aus. Wir nehmen den Tisch blau. Ah, das sieht doch. Also es gibt auf jeden Fall zigtausend Dinge hier. Alter. Nee, das war schon nett, Mensch. Das war schon cool, jo. Na, das kommt auch nicht schlecht, das lassen wir auch so. So. Startbewaffnung. Projektilwaffen, Raketenwaffen, Energiewaffen. Ah, komm, wir machen es mal realistisch. Wir haben im Moment Raketenwaffen. Obwohl, vielleicht auch. Ah ja, wir lassen mal Raketenwaffen. So. Warp-Antrieb. Neue Spieler. Erfahrene Spieler. Ne, wir lassen mal Warp-Antrieb. Boah, Alter, was man hier alles auswählen muss. Design. Alter, das sieht ja krass aus. Das sieht auch gut aus und das heißt, das sehen eigentlich alle gar nicht so schlecht aus. Wir nehmen die normalen. Alles klar. Wir sind sparsam. Nett. Halt. Nein, nein. Wir lassen das so. Das bleibt so. Ja. Speichern. Jawohl. Und fertig. So, jetzt kann man noch auswählen die Galaxiegröße. Das ist von 150 Sternen bis 1000 Sternen. Ich würde sagen, wir nehmen 800. Galaxientyp elliptisch.
Spiral, Spiral, vier Arme. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal elliptisch. So. KI. Dies legt fest, wie viele KI-Reiche die Galaxie bevölkert. Ja, können wir so lassen. Dies legt fest, wie viele reguläre KI-Reiche das Spiel mit einem Anfangsvorteil. Na, auf gar keinen Fall. Kein Anfangsvorteil, Alter. Die sollen genauso kämpfen wie ich. Ihren Feinden den Krieg erklären. Ja, das lassen wir alles so. Ich weiß, welche Methode. Ja, lassen wir auch so. Ah, das ist ein wichtiger Punkt hier. Iron Man Modus. Also, der ist dafür da, wenn man den einschaltet, dass man nicht mehr zurück kann. Also normalerweise, wenn man den auslässt, kann man speichern und kann dann wieder zurück switchen. Ja, wenn man was falsch gemacht hat. Hier geht das nicht und ich werde den anmachen. So. Ma, pup, pup. So. Und da sind wir schon im Spiel. Ja, das könnt ihr euch selber durchlesen. Gell? Pause drücken, wie immer, Standard. Ich lese das nicht alles vor. Es kommt auch noch eine Haufenmenge. Also, so. Ich habe das jetzt schon mal gespielt, wie ihr seht. Ja? Sonne, Venus, Merkur, Mars, Juno. Wieso Juno? Na gut. So. Also, sieht schon mal hervorragend aus, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen mal ganz schön heran. Ja? Alter, zieht euch das rein. Selbst die Sonneneruptionen. Eruption? Eruption, ja. Sieht man am Arm. Voll nice. So, wollen wir uns mal die Erde reinziehen? Oh ja, hast du gerade Krieg oder was? Atomkrieg, oder? Ah ne, ist Nacht. Alles klar, man kann da noch umschwenken. Okay. Dann haben wir hier noch den Mode. Man kann auch draufklicken. Bewohnbarkeit. Unbewohnt, ja, ist klar. Was sagen sie beim... Also hier sieht man die Ressourcen des Planetens. Der Gouverneur, Planetengouverneur. Dann hat man hier unten Oberflächen. Die kann man jetzt noch, zum Beispiel solche hier kann man ausbauen. Da kann man jetzt diese Umrandung entfernen, damit dieses Gebäude, industrielles Ödland, freigegeben wird zum Bauen von Energie, Fusion, was weiß ich alles. Ja, ich kann euch das hier auch schon mal zeigen. Hier hat man eben diese Physikforschung, dann hat man die Sozialforschung, die Ingenieurforschung. Ja, wenn ich da jetzt hier mal draufklicke, da seht ihr sie hier, Physik, Sozial, Ingenieur. Und da kann man sich jetzt bei Physik zum Beispiel aussuchen, Orbitalenergieumwandlung oder Fusionsenergie, ja? Oder Deflektoren, für was hier auch immer eine Energie regulieren kann, ein bestimmtes Maß an Feindbeschuss. Ich habe, wo ich das schon mal gespielt habe, jetzt nicht so auf Defense und Angriff gespielt, ich habe mehr Orbitalenergieumwandlung, also mehr so Ökonomie, ja? Fusionsenergie. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde das hier nehmen. Was kann man hier nehmen? Was? Biodiversitätsstudien. Aha. Das Studium unterschiedliche Lebensformen. Ja gut, so weit sind wir ja noch gar nicht. Neue Weltenprotokoll. Was ist das? Planetare Vereinigung. Wir nehmen erstmal das Tier. So, Nanomechanik. Kompositmaterialien, das ist auch nicht schlecht. Weltraum Außenposten. Wir nehmen erstmal Nano. So, damit sind die drei hier oben schon mal erledigt. Hier seht ihr unsere Energie, unsere Money, würde ich mal behaupten. Ja, Mineralien Money. Ja, unseren Einfluss, da auf unserem Planeten auch gewählt wird, brauchen wir natürlich sehr viel Einfluss. So, dann haben wir hier. Hier sind die Reiche aufgelistet. Also erstmal nur unseres, da wir noch nicht weiter vorgedrungen sind. In die Galaxie. Hier haben wir
was ist das? Die Kontaktdaten. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Außerirdische entdecken, dass wir mit denen Kontakt aufnehmen können und Diplomatie betreiben können, etc. Ja, und hier sind die Spezies nochmal aufgelistet dann später. Da es ja 100 sind, wären das schon ganz schön viele. Hier haben wir den Schiffsdesigner. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt, was das hier zu bedeuten hat. Ja, Schiffsdesign, kann man alles. Ja. Voll geil. Kann man auch, glaube ich, nee, kann man auch, ja, hier. Transportschiff. Ja, damit kann man dann die Leute auf anderen Planeten, von einem Planeten zum anderen. Das ist ein Forschungsschiff, das erkundet Planeten. Das ist ein Konstruktionsschiff, das baut dann Minen und die Mineralien ab. Ja, und das sind Kriegsschiffe. Haben auch schon gute Bestückung. Hier haben wir eben noch Gefechtscomputer, Warpantrieb, chemische Triebwerke und Radarsysteme. Das sind hier diese kleine Kernspaltungsreaktor. So. Ja. Also das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, was es sein soll. Klar, dass man Schiffe bauen kann, ist mir klar, ja, aber Situationsprotokoll, da wird dann angezeigt, was man machen soll, das ist so eine kleine Hilfe. Gewinnen Sie das Spiel, indem Sie 40% aller kollisionbaren Planeten besitzen. Naja, und was? Erobern. Naja, die ganze Galaxie erobern. Und hier sind wir bei den Technologien. Ja. Das erstmal so viel dazu. Hier auf der Seite haben wir das, was wir haben. Unsere Erde, unsere Militärflotte und Zivilschiffe. Ja, Konstruktionsschiff und das Forschungsschiff. Forschungsschiff. So. Hier unten sind die ganzen normalen Details, gehe zu, bla bla bla, Suche, Multiplayer-Chat, Hilfe und Hauptmenü. Hier haben wir die Galaxieanzeige, das kann ich euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar geht man drauf und man sieht, dass wir da, also das ist Galaxie sozusagen, ja, oder Sonnensystem. Eigentlich eine Galaxie. Naja. So, und hier drinne. Oh, ich glaube. Ich muss euch das ein Stück leise machen. So. Hier, das sind wir. Da, ganz klein. Und wir haben das alles zu erforschen. Also es ist schon eine Haufenmenge. Eine Menge Haufen. Ja. So, und da kann man nämlich hier über da, wo diese Grünen sind, kann man jetzt hingehen. Wie Alpha Centauri und so weiter und so weiter. Aber als erstes, hier muss ich euch jetzt auch noch zeigen, das ist unser Konstruktionsschiff. Ja. Hier drüben haben wir das Forschungsschiff, das ist die Earth Raumhafen, also der Raumhafen, und das sind 3 Militärschiffe. Warum ich die habe, das weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Ich wurde bis jetzt noch nie angegriffen. Also ich habe noch nicht so lange gespielt, aber ich wurde bis jetzt noch nie angegriffen. So, jetzt bauen wir erstmal einen Außenposten. Haben wir den hier schon? Das geht hier gar nicht. Alles klar. So, dann schicken wir erstmal ihn hier. Der kann jetzt erstmal erkunden. Wie mache ich das? What? Ach so, hier oben übrigens. Das ist jetzt noch auf Pause gedrückt. Wenn ich jetzt Start drücke. 2.1.2200 und so weiter. Ja, also das sind die Tage, Monate, Jahre. Ja, das kann man beschleunigen. Und verlangsamen. Und ich möchte jetzt, dass du hier diese Scheiße erkundest, erforschen. Nee, das heißt die Kacke. Okay, das macht er nicht. Also hat er das wahrscheinlich schon erkundet? Ne, aber eigentlich nicht. Hast du noch gar nicht erkundet, Papi? Erkunden, Baby. Ja, hat es automatisch gespeichert, alles klar. Na gut, dann gehen wir mal ins... Ja, hier, das wird sonst Jahre dauern, bis der da ist. Und dann mache ich jetzt hier... Tick, 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 tick. Naja, speichert wieder.
Und da ist er da. So. Und wir gehen jetzt, Baby. Hier hinbewegen, Sonnensystem erkunden. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Und da seht ihr ja, dass er jetzt hier rauskommt aus unserem Sonnensystem und erkundet jetzt hier diese Planeten, einen nach dem anderen. Und da kommt er, glaube ich, auch schon. Da. Na, komm. Na, ich kann es mal ein bisschen schneller machen. Da ist die Situation updated. Alpha Centauri wird auf unbekannte Alienschiffe stoßen. Bis wir mehr über sie erfahren konnten, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Alpha Aliens gekennzeichnet. Also, nice. Endlich. Wir sollen haben endlich andere Sternwanderer getroffen. Ja, alles klar. Wo sind sie denn? Mensch, diese Speicherung ging schon ein bisschen auf Keks. Wo sind sie denn? Ich würde sie gerne mal sehen. Hallo? Bin ich alleine hier oder was? Also hier, so scannen wir übrigens den Planeten. Der speichert aber ganz schön oft jetzt. Alter, was ist denn das? Gefährliche Tierwelt. Giftig. Ober. Aha. Bewohnbarkeit. 80% auf dem kann man wohnen. Cool. Felsige Welt. Mit Stickstoff, Sauerstoff, Atmosphäre. Na, da geht's doch. Anomaly found. Was das denn? Die atmosphärischen Werte von Alpha Centauri B passen nicht mit den, Prognosen zusammen. Erforschen. Komm, komm, komm. Oh, 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 was ist denn das? Oh, ein Alienschiff. Alter, was geht denn ab? Alter, nice. Ah, die fliegen ganz schön schnell. Alter. Krass. Gewaltige Schatten ziehen sich über die Oberfläche von Alpha. Diese Schatten werden nicht von Wolken, sondern von Dünnen. Fischer, Blätter. Alter. Ja, hier, warte mal, ich muss mal stumm machen. Ich will die mal hier genau sehen, Mensch. Alter, die sehen ja krass aus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, klar, Mama. Also, was geht ab? Vielleicht sind die friedvoll. Hauen die zu irgendeinem Planeten? Oh, das speichert echt mich auf. Ich gehe jetzt hier zu dem Planeten. Alter, die Tage rattern oben weg. Schon wieder ein Monat rum. Komm, ihr werdet jetzt hier landen, oder was? Ui! Ah, da seht ihr gleich mal wieder. Special Project complete. Ey, cool. Cool. Wir sollen respektvollen Abstand halten, weiß. Okay, die gehen. Okay, was machen die? System Survey complete. Verständlich erkundet. Alles klar. Was machen die Typen hier? Die haben doch sich jetzt nicht hier. Nee, nicht. Komm mal ab. Alter, was war denn das? Krass. So, wie ihr seht, mein Forschungsschiff hat das jetzt alles geschnappt. Ja, hier ist Energie, Physik, Sozial, Energiecredits. Boah, das speichere ich dann völlig auf. Ich werde mir ein bisschen dazu machen. So.
Jetzt speichert das nicht mehr so doll, glaube ich. So, jetzt müssen wir erstmal zurück. Kann man dem sagen, zurück? Was ist denn das jetzt schon wieder? Massenaussterben. Was? Für eine. Ja, Situation ja. Log updated. Laber nicht, Schweine, laber nicht. Ich werde den erstmal zurückholen und dann werden wir erstmal das hier. Und zwar. Genau. So, damit besetzt er jetzt die Sonne mit einer, wie nennt sich das? Außenposten. Und dann können wir mit der Bergbaustationen diese Ressourcen abbauen. Was haben wir hier noch? Forschungsstationen bauen diese Ressourcen ab. Entschuldigung, Bergbau solche Ressourcen hier. Energie. Was ist das alles? Energiekredits, Mineralien und strategische Ressourcen. Und die bauen Physik, soziale Energie. Was ist das? Beobachtungsposten. Können im Orbit von Planeten gebaut werden, auf denen primitive Zivilisationen leben, um deren Gesellschaft zu studieren. Okay. Flottenhaltung. Und die zwei herrschen noch nicht. Terraforming. Stationen bauen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Militärstation. Also auf jeden Fall ist es übelst nice. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, wir können ja mal hier in das System gucken. Boah, das sieht schon wieder ganz anders aus. Krass, guckt euch das doch an. Guckt euch doch das an. Ja. Alter. Scheiße. Es geht ab. Wieder zurück. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen kleinen Cut. Ja. Möchten Sie wirklich zurück und zum Hauptmenü zurückkehren? Jawohl, wollen wir das. Ja. Ich würde sagen, ihr habt es gesehen. Ja. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein, tschüss.